Hallo und willkommen zurück bei Harveys Neue Augen. Wir sind jetzt bei diesem Rätsel, was Poki auch noch gesagt hat, dass es recht schwer sein soll. Ja. Noch völlig über den Apfel. Das heißt, der Apfel fällt weg. Das heißt, der Grizzly fällt weg. Apfel fällt weg und fröhlich. Noch wütend über eine Banane. Also die macht ja auch nicht wütend. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane. Natürlich wegen einer Kokosnuss. Kokosnuss. Ja, noch. Jeder auch nicht. Oder. Dann war's. Das. Hä? Also, wenn ich das jetzt richtig habe. So, Apfel, der fällt weg. Wütend und traurig über eine Banane. Das heißt, du warst wütend wegen einer Kokosnuss und hab dich heroisch gemacht. Kokosnuss. Wütend. Das ist das Richtige. Was? Kennen wir uns? Aha. Ja. Warte mal. Ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Genau. Hey! Jetzt fällt es mir wieder ein. An dem Tag war ich besonders wütend. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Ja. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Hier. Ich habe sogar noch das Buch, in dem ich alles aufgeschrieben habe. Das ist ja gut. Inklusive der Bedeutung der geheimen Templer-Symbole auf den Platten. Und jetzt lass mich bitte allein. Das erinnert mich alles zu sehr daran, wie ich damals diesem kleinen Mädchen geholfen habe, das Rätsel um die geheime Grabkammer unter der Kapelle zu lösen. Die Geschichte muss ich dir unbedingt mal erzählen. Na, ich glaube, das brauchst du nicht wirklich. Ach ja, schön. So, wir haben jetzt altes Buch und das Rätsel haben wir gelöst. Yeah, es war doch richtig. Das erinnerte Lilly an die Geschichte, wie sie die Masken von der Wand geschraubt hatte. Das erinnerte Lilly an die Geschichte, wie sie die Vitrine auf... Das erinnerte Lilly an die Geschichte, wie sie... Okay, aber mitnehmen. Lilly widerstrebte es dem alten Mann, seine Erinnerung wiederzunehmen. Er hatte doch sonst nichts. Gut, aber wir haben jetzt das alte Buch und damit gehen wir wieder in die Kapelle. Ist das nicht schön? Ah, das ist die Kantine. Kapelle, 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 Kapelle. Kapelle in der Kapelle. Kapelle, Kapelle. Ja, Frank, ich hab ein Buch für dich. Das könnte dir helfen. Was ist denn jetzt schon wieder? Nanu? Das sieht ja mal wirklich interessant aus. Aha. Mal sehen. Das sind zumindest schon mal dieselben Symbole wie auf den Bodenplatten. Aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick, um zweifelsfrei festzustellen, ja,
Das hier ist ein Rätsel. Ja. Aber die Seite mit den Auflösungen scheint zu fehlen. So ist das Buch für mich wertlos. Es sei denn natürlich, du hast die Lösung. Sofort. Vervollständigt erst die Symbole auf den leeren Bodenplatten unter Berücksichtigung des ersten Hinweises auf der rechten Seite. Klickt einmal auf die leere Fläche, um ein Auswahlmenü zu erhalten. Entscheidet euch dann für das richtige Symbol. Wenn das Muster komplett ist, könnt ihr die drei Hinweiskacheln platzieren, um die Position der geheimen Grabkammer zu bestimmen. Okay. Als das Mutterschiff schließlich abgehoben hatte, kam Bruder Bodo die plötzliche Eingebung, dass man die Wappen der vier Ordensgemeinschaften lieber so anordnen sollte, dass weder in einer Reihe noch in einer Spalte oder gar in einem Quadranten so, nicht so und nicht so dasselbe Symbol zu finden war. Ah, Sudoku! Hernach musste nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden. Aufgrund der statischen Anomalie des Klosterfundaments war es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen der Wendelhalslöwen zu platzieren. Okay. Machen wir zuerst Sudoku. So, wir haben die beiden Symbole, das heißt, da ist weg, das haben wir schon, das heißt, da kommt das hin. Das heißt, da kommt das hin. So. Das heißt, auch da kommt das hin, das heißt, da kommt das. Hey. Das. So. Dann haben wir hier schon mal. Kommt die das. Jetzt sind wir hier schon fertig, dann kommt das hier. Achso, das. Und das dahin und dann kommt das dahin. So, jetzt weiter. Danach musste nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden. Aufgrund einer statischen Anomalie des Klosterfundaments war es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen der Wendelhalslöwen zu platzieren, das direkt unter dem Wappen der Kleeschweinschlosser lag. Also musste sie irgendwo rechts davon platziert werden. Okay. Okay. Rechts davon. Das ist aber andersrum. Hier. Der Schlangenzungenbärenordnung bestand darauf, dass ihr Wappen irgendwo oberhalb des geheimen Zugangs lag. Das verärgerte zwar die Botschaft der unförmigen Holzeulen, die ihr Wappen direkt unter der entsprechenden Bodenplatte platziert hatte, aber schließlich setzen sich die Schlangenzungenbären durch. Unter dem großen Protest platzierten die Kleeschweinschlosser ihr letztes Wappen rechts von der Grabkammer und mussten überdies noch die Demütigung in Kauf nehmen, dass das Emblem damit direkt unter einem anderen Wappentier wenn halt immer sie eingepasst werden musste. Ja. Unter einem großen Verlust hat sich die Schlüssel ihr letztes Wappen rechts von der Grabkammer. Mussten überdies noch die Demütigung aufnehmen, dass das Emblem damit direkt unter einem weiteren Wappentier der Wendelhalslöwen immer so mitgepasst wird. Okay. Das da drunter. Was hab ich da?
Vervollständigt erst die Symbole auf den leeren Bodenplatten unter Berücksichtigung des ersten Hinweises auf der rechten Seite. Klickt einmal auf die leere Fläche, um ein Auswahlmenü zu erhalten. Entscheidet euch dann für das richtige Symbol. Wenn das Muster komplett ist, könnt ihr die drei Hinweiskacheln platzieren, um die... Okay. Das geht ja nicht. Das muss dann, das muss da. Ja, aber ihr habt doch alles richtig. Ach. Ich hab die beiden vertauscht. So. Da. Und da. Ja, das ist da, da, und da, und da. Nein. Ja, und jetzt? Nein. Achso, ja, das. Hallo, nimm die doch. Danke. Dann war das doch richtig. Vervollständigt erst die Symbole auf den leeren Bodenplatten unter Berücksichtigung. Nein, das macht keinen Sinn. Ich glaube, ich bohre lieber auf gut Glück weiter. Nein. Ich möchte nicht das Ding geben. Ich will das alte Buch geben. Was ist denn jetzt schon? Aha. Mal. Aber das muss. Ich bin ein Pro. Darum genießt. Ja, aber dieser. So ist das Buch für. Es sei denn. So. Oh. Habe ich da alles richtig gemacht? Rechts. Ja. Das ist links davon. Und runter. Ah, wir haben die doppelt. Haha. Bei dem einen war ich richtig. Ja, ja, das muss es sein. Ich hab nicht gesehen, dass du das Paarungen doppelt hast. Du stehst übrigens im Weg. Darf ich mal? Nun, da Frank mit dem Bohren aufgehört hatte, konnte Lily endlich Garrett aus der Reserve locken. Ja, aber wie? Lily kauerte sich in den Beichtstuhl und wartete. In der Kapelle war alles ruhig. Bis auf Frank, der seine Aufregung kaum zügeln konnte. Wow! Wenn diese Knochen kein Hinweis auf eine Kirchenverschwörung sind, dann fress ich Tom Hanks Doppelkinn. Und was ist das? Okay. Hey, hier geht's ja noch weiter. Nur noch diese Steinplatte durchbohren und... Das ist doch ein Schwert! Ein echtes Templerschwert! Ich werd verrückt! Mann, das sitzt aber fest! Ich hoffe, diese Strebe da ist kein tragendes Teil. Schlag hallte in der ganzen Kirche wieder. Lily war versucht nachzuschauen, doch dann hörte sie Schritte nahen. Herrliche, willkommene Stille. Endlich kann ich meinen Horchposten wieder beziehen. Ja, und wir beziehen auch unseren Posten wieder. Lily freute sich immer, wenn etwas übrig blieb, aber meist waren das nur Brotkrumen oder Knochen und so. Haben wir wieder einen dieser netten Gnome? Weiß auch nicht, was passiert ist. Frank ist anscheinend weggegangen, um seine
Entdeckungen zu verbreiten. Nehmen wir doch das Schwert. Das passt bestimmt in diese Halterung rein. Lilly musste beichten, dass sie mal wieder vollkommen... Oder auch nicht! Oh, wir brauchen nur das Schwert. Die Tür war fest verschlossen. Okay. Wir haben ein Schwert. Okay. Geh mal nicht davon aus, dass wir mit dem Schwert... Es war Hoffnung. Ednas. Okay. Klosterflur? Im Klassenzimmer ist Birgit irgendwie weiter. Ihre Aufgabe? Nein. War blöd. Dort für viel zu lange. Aber ich weiß, was ich glaube, ich mit dem Schwert machen könnte. Brunnen. Aber sonst fällt mir nicht ein, wir haben ja jetzt nicht wirklich was anderes. Shawnee, guck mal, das Ritterschwert hier. Lilly musste wohl. Okay. Na, Kantine? Müssen wir wahrscheinlich eigentlich nicht hin. Da haben wir ja schon, die Äpfel und Kokosnüsse haben wir auch schon genommen. Brauchen wir keine mehr. Lilly hatte sich bereits mehr an der... Lilly nahm sich vor sich... Okay. Vielleicht Schlafseele wieder zu Shai und Suka. Hey, ich habe ein Ritterschwert. Der Erzähler verging langsam die Lust, sich Beweggründe für Lillys Handeln auszudenken. Tatsache war doch, niemand wusste, was sie da tat und warum. Oh ja, hast du recht. Bleib uns bloß dort. Okay. Das funktioniert bestimmt nicht. Das war sicher nicht das Idee. Lilly brauchte eine... Okay. Zum Rundgang. Lilly wollte sich pflanzen. Umpi. Lilly bezweifelte, dass... Hier kann ich sonst nichts machen lassen. Okay, gehen wir wieder zum Rundgang. Was kann man mit dem Schwert machen? Ich wüsste etwas, aber... Dann muss ich was anderes versuchen. Klosterflur. Kapu. Du wirkst so an, ist irgend... Lilly hätte... Falls was ich mach mir... Behalte deines wie ich dich... Behalte deines wie ich dich... Behalte dein wie ich... Behalte dein wie ich dich... Behalte dein wie ich dich...
Okay, alter Geist, das ist wahrscheinlich nichts mit zu tun. Aber sie wollte. Mhm. Wie gesagt, Birgit war, glaube ich, nicht fertig. Nee. Gut, dann beende ich hier mal die Folge, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.